Ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Die Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Los. Lass mich in Ruhe. Auf den Boden. Okay, okay, scheiße. Ich hab nichts Falsches gemacht. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ich habe uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay, weiterfahren. Ausweise bitte. Bitteschön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Raus hier, los! Durchschließen! Feuerfleisch! Schieß von da! Verdammte Fireflies. Rein zu sein. Komm. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Seid vorsichtig da draußen. Es werde Licht. Oh Gott, das ist schlimm. Ich muss darauf achten, was ich wegwerfen. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen.
Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Gut, bring sie rüber. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Warte, Sporen. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Oh, Scheiße! Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Vorsicht. Scheiße! Pass auf! Helf mir! Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Gehen wir.
Gehen. Himmel. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Nach dir. Sicher den Eingang. Geht klar. Verdammt, das Brett ist weg. Hier, reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Wir sind fast da. Uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Mach zu. Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Hey, das, hey, das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich nicht hab die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay. Kann ich machen. Zick doch nicht gleich so rum deswegen. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Ja,
Na, wo willst du denn hin? Setz dich hin. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Bereit? Ja. Ich werde euch töten! Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Na bitte. Psst. Das ist okay. Gut gemacht, Cowboy. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Mist, hier geht's nicht durch. Hey, hilf mir hoch. Okay, gut. Gib mir die Hand. Bitte. Hier drüben, Joel. Mehr von Roberts Leuten. Tja, ich sehe sie. Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise, Cowboy. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street, dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Schauen wir uns um.
Kästen ins Südlager gebracht und alles verriegelt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden. Heilige Scheiße! Schnapp sie! Ist er da drüben? Hier ist er nicht. Ich gehe an! Miese Dreckschuh! Okay, ganz ruhig, Kumpel. Mach jetzt keinen Scheiß, okay? Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Los, zu den Docks geht's hier lang. Packen wir's. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Es ist schon verdammt lange nichts mehr gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden. Keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewacherjobs. Verdammter Robert, er sollte uns lieber was liefern. Und selbst wenn, was dann? Ich sage dir, hier sind wir am Arsch. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Du bist verrückt. Da rauszugehen wäre Selbstmord. Die anderen Schmuggler machen das. Was glaubst du, was hier abgeht, wenn es nichts mehr gibt? Ich versuche mein Glück lieber hier,